Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Frostpunk. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So, Leute, wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, wie wir hier überhaupt weitermachen. Lagerkapazität fast erreicht. Oh, wir haben zu viel Kohle. Oh. Baue ich hier schon ein Lager? Was ist das? Ja, das ist ein Treibhaus. What the fuck? Und zu viel Kohle. Was ist das? Suppe herstellen. Mist, brauchen Lager. Weil wir müssen ja... Was war das? Wie viel, bauen sie zwei Feldküchen? Ja gut, das machen wir auch noch. Irgendwo stand das doch mit dem... Ich muss erstmal aus dem hellen Licht rausgehen. Man sieht ja gerade gar nichts mehr. Leck mich an die Füße hier. Da. Ach, wir brauchen Essensrationen so viel. Kohle brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Erforschen Sie Generatorleistung 3. Das ist auch noch so ein Punkt, den wir mal... Oh, nee, das ist Gesetzbuch. Ja, ist neuer Aufnahmetag, nur zu eurer Info. Ja, Generatorleistung 3, Forschung der Heizkörper müssten wir eigentlich auch noch machen. Aber ich glaube, wir machen erst das, weil dann können wir schnellstmöglich... auf das forschen. Dafür brauchen wir aber 100 Stahl und 150 Holz. 100 Stahl. Stahl ist wirklich nicht sehr erfreut gerade. Und ich glaube, wir könnten auch sonst nirgends so mehr Stahl abbauen, wenn ich mich recht entsinne, ne? Wir haben hier ein Sägewerk, das voll besetzt ist. Ja, das können wir abreißen. Da sind auch, wow, ganze 18. Dann können wir schon mal ein neues Sägewerk bauen. Das ist nämlich ganz wichtig. Gesundheit, Nahrung, Rohstoffe, Sägewerk. Was bedeutet denn das da? Was ist das für ein Zeichen? Da ist Kohle. Hier haben wir ja auch Kohle gemacht, Leute. Weil Holz geht uns so langsam aus, ne? Also jetzt mal ohne Flachs. Da setzen wir das hin. Immer wieder ein bisschen Pause drücken, Leute. Erstmal muss ich hier wieder richtig auf den Gedöns klarkommen. So. Und in der Zeit, was brauchen wir hier für auch 30 Stahl? Also ja, scheißegal. Dann, wir müssen jetzt zusehen, dass wir wirklich viel mehr Stahl bekommen. Aber wir haben wirklich keine Stahlquellen mehr. Absolut nicht. Also, dass der Winter kommt, das ist gerade wirklich so ein Huiuiui-Punkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Nahrung. Deswegen baute ich ja hier auch die Dingens noch. Wir müssen echt mal gucken, Leute, ob wir das wirklich alles so hinkriegen, wie ich mir das wirklich vorstelle. Ja. Abwarten und Tee trinken, würde ich wohl mal sagen, ne? Oder wie seht ihr das? Zack, da. Warum geht das nicht? Voll. Gleich voll oder was? So industrielles Dingens habe ich gar gebaut, weil das ja viel mehr Dingens macht. Genau, Essen. Wir haben einfach nur geupdatet. Ah, stimmt ja. Mutti. Ist ja wahr. Haben wir noch ein Kohlelager gemacht? Ich habe hier aber eine Straße gebaut, Maka. Was ist los bei euch? Was
Was wären eigentlich die Straßen geworden? Komplett Holz, ne? Ja. So. Eigentlich sollten sie damit jetzt mal gleich anfangen. Jetzt will ich mir das nochmal gerade angucken. Was gibt es denn später für Rohstoffsammlungen noch? Weil wir haben hier gar nichts gemacht, ne? Auerbohrer. What? Ah. Aha. Okay, okay, okay. Also das ist das Teil, was dann hier hin muss. Und dann muss da gebohrt werden. Okay, okay. Wieder was gelernt. Was sagen denn allgemein unsere Temperaturen hier? Hier hinten ist es wirklich arschkalt, ne? Und wir machen, glaube ich, gerade... Oh, wir machen Plus sogar. Bringt mir nichts. Der... Ups, was war das denn? Der ist schon an. Aber irgendwie haut der nichts raus, ne? Ach, wir haben 1 Uhr. Ja, kann ja auch keine Temperatur, weil der ist von 8 bis bla 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 eingestellt. Juhu, alles klar. Krankheit und Gesundheitswesen. Ja, ja. Alles klar. Das haben wir. Die kommen zurück. Also das, uns rennt echt extrem die Zeit weg. Wir gehen jetzt gleich nochmal eine Stufe runter, dann sind wir bei minus 70 Grad. Wir brauchen unbedingt mehr Stahl, ne? Also, boah, das ist... Alter, Leute, wie soll ich denn das schaffen? Also, zu eurer Info, wenn ich ablosen sollte, ich werde weiterspielen. Ich werde es nochmal probieren, weil mich dieses Spiel mega interessiert und das einfach kein Spiel ist, glaube ich. Dass man einfach spielt und fertig, ich habe es geschafft. Also, ich kann es mir absolut nicht vorstellen, ja? Zack. Volle Pulle rein. Natürlich darf da geheizt werden. Wie sieht es allgemein da in der Region aus? Nicht so toll, ne? Also da ist es schon ziemlich kalt. Und was möchtet ihr? Haltet mich auf den laufenden Kämpfen um Vorräte. Okay. Aber wir haben einen einzigen, den wir nicht im Lazarett haben. Das ist noch akzeptabel. Kampf um Vorräte. Ja, das Ding läuft ja jetzt gleich. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das merken an unseren Vorräten. Kohle sieht wirklich gut aus. Also Kohle ist wirklich absolut gerade nicht so dieses Problem. Wir müssen noch diese Feldhütten da bauen. Irgendwas mit Glauben. Nahrungsmittel, glaube ich. Industrietreibhaus, Treibhausjagdhütte. Warehouse oder ist das unter Glauben? Feldküchen, da. Das ist auch teuer. Kostet 10 Stahl, verdammte Inzucht. Machen wir mal eine dahin. Hier bringt mir das gar nichts, ne? Da auch nicht unbedingt. Hier hinten würde ich das schon gerne noch hinsetzen. Oh, hier hin. So. Haben wir das auch? Upsala, erledigt. Rufen Sie alle Sperr- und Außenposten-Team zurück. Ja, das machen wir auch. Oh, wo bist du? Bis da erforschen. Bring die Verletzten in unsere Stadt. Halt. Ja, wir können nicht so viele Leute aufnehmen. Was soll ich machen? Ne, Leute, was soll ich dagegen machen einfach? Ganz einfach. Wir lassen die Verletzten einfach, auf Deutsch gesagt, sterben. Temperatur am Arbeitsplatz eiskalt. Mal gucken. Es wird ja jetzt noch viel, viel kälter. Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen soll. Wirklich nicht. Also, ich weiß, ihr habt alle irgendwie geschrieben, ich soll mehr. Aber... Ich bin auch der Meinung, ich habe es falsch gebaut. Und zwar hätte man ein Viertel, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, dieses Viertel hier oben, sieht man, ja, habe ich an, dass man hier das Wohnviertel macht, hier unten irgendwie das Industrieviertel. Und dann könnte man nämlich genau überlegen, was man beheizt und was man nicht beheizt. Ich glaube, dass das gar nicht so
Jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt wird's so kalt. Und gleich kommt noch eine Stufe runter. Leck mich einfach an die Füße. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wirklich. Mal da eiskalt. Wir stellen alles an, aber ich denke nicht, dass es irgendwas bringen soll. So, jetzt gehen hier die Heizungen an. Da wird's warm, es wird warm, es wird warm. Okay, okay, okay. Also wir haben unsere Arbeitsplätze wirklich gesichert. Da nicht, auf gar keinen Fall. Das bedeutet, wir müssen hier nochmal einen Technik, Rohstoffe, Nahrung, Gesundheit. Nein. Technologie, da. Dampfzentrum müsste ich eigentlich bauen. Kann ich nicht, brauchen wir 20 Stahl für. Also Stahl ist wirklich gerade ein mangelndes Problemkind bei uns hier. Weil ich hätte das auch updaten müssen. Also ja. Irgendwo habe ich mega Probleme, Leute, mit unseren Sachen. Was haben wir jetzt hier? Eine Gruppe der vergangenen Einwohner hat die Vorratslager gestürmt. Die begonnen, unsere Vorräte zu plündern. Wir können sie abwehren, aber sie fordern Holz zum Heizen, zum Verstärkung ihrer Unterkünfte. Wir brauchen 800 Holz, um alle zu versorgen. Okay, also wir kümmern uns jetzt darum, dass wir für alle Holz beschaffen. Hier ist auch schon tote Hose, da können wir eigentlich abreißen. Demontieren. Ich brauche unbedingt da einen Heizkessel, da Dampfdingen. Bumm. Verbleibende Zeit etwa 6 Tage? What the fuck? Wie viel springt denn das hier? Wir haben kein Essen. Achso, Rohnahrung haben wir keine mehr. Kohle haben wir genug. Ich muss hier eine Heizung hinbauen. Wenn wir hier keine Heizung haben, dann haben wir wirklich ein absolutes Problem. Verbrauch ist in Ordnung. Wir haben genug. Und der Dampfkessel haut ja hier auch nochmal ein bisschen Wärme ins Zentrum. Ich glaube, das könnte dann auch nochmal ganz gut werden. Hoffe. Also ich will das jetzt auch nicht unbedingt beschreien hier alles. Aber ich denke, dass das ganz gut aussieht, Leute. Ja, komm, mach das Ding fertig, dass wir hier noch ein bisschen arbeiten können, Mann. Ich brauche Holz und das dringendst. Zack, und das Ding läuft auch sofort. Das ist sehr schön. Wollen wir uns das da mal angucken. Jawohl. So, jetzt können wir da auch arbeiten. Und die Häuser haben, weil das alles noch Baracken sind, hat nichts gebracht an den Baracken, ne? Gar nichts, Leute. Null. Trotz, dass wir jetzt hier einen zweiten Sektor haben, unser Arbeitsplatz ist erträglicher wie unsere Wohnungen. Also, ja. Aber ich denke, dass jetzt hier gut gearbeitet werden kann und wir dann auch einigermaßen gutes neues Holz in dem Sinne bekommen. Was hast du jetzt hier? Angeblich, ja, unsere Kohle ist wirklich am Ende. Vielleicht sollte ich nochmal ein Lager bauen, ein Kohlelager. Gesundheit, Nahrung, Rohstoffe, Stahlwerk, Rohstoffdepot. Rohstoffdepot muss nicht gut gesunden sein. So, dann nehmen wir hier eine Straße. So eine Straße. Oh, hier ist nicht mal eine Straße so gebaut. What the fuck, Mann. Ja. Wir brauchen unbedingt noch ein Kohlelager. Unbedingt. Es wird ja immer kälter und wir müssen immer mehr den Oberbürster anmachen. Dann machen wir auch mal die Dinger an. Sieht es überhaupt zurzeit aus mit meinem Verbrauch? Wir machen Minus, Plus. Achso, ja, weil das Lager voll ist. Okay, ja, ich habe es verstanden. Ist okay. 5 Einwohner sind gestorben. Warum? What the fuck? Warum? Kann nicht arbeiten. Irgendwo ist es nicht erträglich zu arbeiten. Ja.
Wir müssen hier die Baracken wegmachen, Leute, und da vernünftige Häuser hinmachen. Wir haben 200 Holz jetzt schon. Wir brauchen das Stahl, Leute. Das geht echt hier ziemlich lahmarschig, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Können wir nichts dran ändern? So, jetzt ist das Lager auch fertig. Jetzt können wir hier nochmal Kohlelager draus machen. Zack. Was wir ja unbedingt brauchen. Und dann können wir nochmal ein Rohstofflager bauen, weil wir brauchen auch mehr Holz. So, dann setzen wir da nochmal eine Straße hin. Ich glaube nicht, dass die Dinger die ganze Zeit gerade Stahl gekostet haben, oder? 20 Stahl habe ich pro Dingen durch... Ach, Kevin, Mann! Ich wollte doch keinen Stahl ausgeben. Essen sieht auch ziemlich gut aus. Ich sollte vielleicht ein Essenslager bauen. Statt Dingens. Es ist jetzt richtig kalt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal den Oberdrive starte. Gerade keine Ahnung. Auch 150 Stahl, dringendst. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses hier... Ich kann ja hier gar keinen mehr platzieren, richtig? Geht nicht. Ja, und wir haben... Oh, das war falsch. Hallo, geh doch nicht immer bei und dreh dich. Wenn wir jetzt nochmal einen Stahl bauen würden... Ja, es, also wir haben wirklich nur die zwei Stahldinger. Okay, also das muss ich mir auch fürs nächste Mal merken, dass wir da viel, viel schneller sein müssen. Ich muss jetzt gucken, wo unsere Leute sind. Sind die schon wieder zu Hause? Ja, die sind erfroren. Okay. Brauchen jetzt auch keine mehr. Wir haben minus 70 Grad. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Sammel 800 Holz für die Einwohner. Boah, das schaffe ich nicht. Nahrungsmittel haben wir auch nicht geschafft. Wir haben gar nichts geschafft. Also ich denke, dass das wirklich den Bach runtergeht. Aber ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Frostpunk. Bis morgen. Tschüss.